Ja, liebe 96-Fans, gerade war die Pressekonferenz zur Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Kenan Kocak und jetzt nimmt er sich noch kurz die Zeit exklusiv für uns bei 96TV. Ja, Kenan, vielen Dank, dass du dir kurz noch die Zeit nimmst. Du bist jetzt ein paar Stunden im Amt. Wie sind die ersten Stunden denn so verlaufen? Ja, erstmal Dankeschön. Ist natürlich, die letzten Tage waren schon sehr intensiv. Heute Morgen war es auch noch mal intensiv. Man hat die Jungs kennengelernt, man hat sich mit denen Step by Step ausgetauscht und insofern war es eine intensive Zeit. Was hat dich letztendlich überzeugt, diese Aufgabe hier bei Hannover 96 anzutreten? Ja, ich habe ja das Glück gehabt, mit Sandhausen schon damals gegen Hannover spielen zu können. Daher wusste ich auch, was hier für eine Wucht, was hier für eine Liebe von den Leuten, von den Zuschauern gegenüber ihrem eigenen Verein auch existiert. Deswegen, die Gespräche waren sehr gut mit den Verantwortlichen. Und dann natürlich der Verein, die Stadt, die Fans, alles in einem Gesamtpaket hat mich dann dazu bewogen, die Entscheidung so zu treffen, wie es aktuell der Fall ist. Sehr schön, das freut uns sehr. Die nächsten Tage werden ja mit Sicherheit sehr intensiv. Was sind jetzt so deine ersten Schritte, die ersten Ansätze, die du so im Kopf hast? Wie sehen die nächsten Tage vielleicht aus? Ja, es geht in erster Linie darum, dass ich die Jungs kennenlerne, die Jungs mich kennenlernen, dass wir uns gegenseitig beschnuppern und dann schauen wir mal, wie wir die nächsten Einheiten legen werden. In 10 Tagen wirst du genau hier stehen, dann steht das Heimspiel gegen Darmstadt 98 an. Fühlt sich ganz gut an, oder? Was würdest du sagen? Ja, super. Vor allem mit dem Gedanken, mit der Fantasie, dass das Stadion dann hier ist und die Mannschaft von vorne peitscht und wir die 3 Punkte holen. Ist natürlich eine sehr wundervolle Vorstellung. 5 Partien sind es bis Weihnachten. Wie willst du die Aufgabe angehen, Hannover 96 bis dahin in etwas ruhigere Fahrwasser zu bringen? Ich weiß um die Partien. Aber für mich ist es wichtig, dass wir das Spiel gegen Darmstadt abarbeiten und darauf konzentrieren wir uns. Ich weiß, es ist ein Floskel, was jeder Trainer sagt, aber das ist in der Tat so, dass wir gucken müssen, dass wir uns täglich das Maximale aus uns rausholen, dass wir versuchen, täglich an unsere Leistungsgrenze zu gehen und dann den kommenden Gegner, das ist in dem Fall Darmstadt 98, zu bezwingen. Und dann werden wir mit Sicherheit alle Spiele so angehen, dass wir auch alle Spiele gewinnen wollen. Alles klar. Vielen Dank, Kenan, für die Zeit. Nochmal herzlich willkommen bei Hannover 96. Dankeschön. Bis dann.